Herzlich willkommen bei Hunters Barbecue, dem Grillkanal aus dem Bayerischen Wald. Ja, heute wird's wild, richtig wild, bayerisch wild. Wir machen heute Wild Dogs. Und wie ihr sehen wollt, wie das geht, dann bleibt dran. Bis nach dem Intro. Ja, Wild Dogs. Wild Dogs, was sind das? Ganz normale Hot Dogs aus einer Wildschweinbratwurst und natürlich einen richtig geilen, selbstgemachten Softbun. Aber was steckt hinter den Wild Dog und was steckt hinter der Wildschweinwurst? Dahinter steckt die Firma Echt Bayerisch Wild aus Regensburg. Meisterhandwerk trifft auf ja, Jagdkultur, sag ich mal. Das sind drei junge Leute, die haben dieses Produkt entworfen bzw. Auf den Markt gebracht. Und nicht bloß dieses Produkt, sondern auch viele andere Produkte, wo wir nach und nach, Woche für Woche, ein anderes vorstellen. Die Firma Echt Bayerisch Wild unterstützt mich. Ich teste ihre Lebensmittel und stelle sie euch vor und ihr könnt sie auch kaufen. Wo ihr das kaufen könnt, verlinke ich euch natürlich unten in der Box. Und ja, schaut einfach mal vorbei. Es ist 100% regionale Qualität, also es ist aus heimischen Wäldern, kommt aus keinen Gehege oder irgendwelche Zuchtstationen, rein aus den bayerischen Wäldern und es ist alles biozertifiziert und zu 100% tolle Ware. Also wirklich, es gibt nur Ware, wenn geschossen wird. Also es wird nicht, wie man so schön sagt, so übermütig geschossen und so hoch produziert. Es ist einfach nur das da, was es gibt. Und das ist das Gute dran. Und ja, ich sage danke an die Firma Echt Bayerisch Wild, dass ihr mich damit unterstützt. Und ich werde treu für euch Videos machen und ja, schauen wir mal. Heute gibt es auf jeden Fall den Wild Dog. Und das Gute an der Geschichte ist, ihr habt immer einen Rezeptvorschlag auf der Verpackung. Ich mache das so. Wir machen einmal den Rezeptvorschlag und einmal, nicht heute, sondern irgendwann anders, einmal machen wir eine eigene Kreation. Aber zuerst kommt der Rezeptvorschlag von Echt Bayerisch Wild. Und da steht jetzt hier drauf zum Beispiel eine Zwiebel-Feigen-Marmelade. Ja, Feigen, kennt ihr da, ist etwas Süßes, die haben wir hier. Das sind jetzt türkische Feigen. Und da steht jetzt auf dem Rezept 50 Gramm rote Zwiebeln, fein gehackt. 120 Gramm getrocknete Feigen, grob würfeln, 1 Teelöffel Butter, den haben wir hier vergessen, 4 Esslöffel dunklen Balsamico-Essig und 70 ml Weißwein, das habe ich hier schon angemischt, 50 ml Gemüsebrühe, da haben wir hier etwas mehr, da schiebt man das nur raus, was wir brauchen, und wir brauchen 1 Teelöffel Honig, Salz und Pfeffer. Ja, und da steht auch der komplette Rezeptvorschlag drauf und genau so werden wir das jetzt auch handhaben. Genau. Ihr habt hier einen Inhalt von 10 Bratwürsten. Die könnt ihr tiefkühlen oder gleich verputzen, wie ihr wollt. Ja, wir schauen uns das Ganze jetzt an. Und ich lege mal hier ein bisschen zur Seite und dann fangen wir mal mit Schnibbeln an. Derzeit mache ich noch die Pfanne heiß, weil die braucht man. Und dann sage ich bis gleich am Grill. So. Ich habe schon mal die Zwiebeln und die Feigen klein geschnitten. Ich muss heute ein bisschen schneller machen, weil es ist schon, jetzt ist Viertel nach oder halb neun ist schon, den ganzen Tag geregnet, keine Chance da ein Video zu machen. Es hat geschüttet aus Eimern und ja. Aber dennoch möchte ich euch im Beisein der schönen Kirchenglocke vom Mildach mein neues Video präsentieren. Ja, wir gehen jetzt in die heiße Pfanne. Geben wir mal ja, gut einen Esslöffel Butter rein. Ach, geben wir noch ein bisschen mehr rein. Butter geht immer. So. Streichen wir mal ein bisschen hier. Ist schön so eine Kirchenglocke, oder? Haben wir nicht alle Tage.
Und dann geben wir direkt gleich die Zwiebeln und die Feigen dazu. Dann lassen wir das einfach gleich mal ein bisschen hier. Nochmal einen Deckel zu. Dann lassen wir das Ganze jetzt mal unter ständiger Aufsicht ein bisschen anrüsten. So wie es hier drauf steht. Also Feigen- und Zwiebelwürfel zusammen mit Butter in einer Pfanne bei mittlerer Hitze und unter ständigen Wenden glasig dünsten. Genau das machen wir. Und wenn wir dann soweit sind, sehen wir uns wieder. So, magische Löffel ist in der Hand. Dann schauen wir mal nach. Die Bratwürste habe ich schon aufgelegt. Einfach, dass es schon halt schneller geht. Ihr könnt auch hergehen und könnt dann eure Burger Buns schon auflegen, wenn ihr sie selber macht. Könnt ihr sie schon auflegen, bei den gekauften wäre ich vorsichtig, weil die vertragen nicht so viel Hitze. So, sieht eigentlich recht lecker aus und vor allem es riecht dieses Herzhaft-Süße echt lecker. So, jetzt haben wir alles mit Essig, mit Wein und mit der Brühe aufgießen. Das mache ich jetzt, ich habe hier meine Weißwein-Balsamico-Essig-Mischung. Einmal kurz durchrühren. Und 50 ml Brühe, so viel ungefähr. Ja. In der Regel sagt man 10 ml, also ein Esslöffel, fast 10 bis 15 ml, aber die Regel ist so 10 ml. Also 5 Esslöffel. Ja. So, was jetzt noch fehlt, ist ein Teelöffel Honig. Immer noch ein bisschen dazu. Ich glaube, hier ist ein Frosch irgendwo, hier quakt's. So, das rühren wir jetzt nochmal schön um, dass sich der Honig komplett verteilt in der Pfanne. Ich hoffe, ihr seht soweit noch was. So, in der Zwischenzeit schauen wir, nehmen wir mal die Buns. Gerade ist die Pfanne noch so bleiben. Genau. So, das Ganze lassen wir jetzt noch einköcheln und dann schauen wir nochmal. So, sind wir wieder da. Also in der Pfanne sieht es auf jeden Fall lecker aus. Ich kann euch das Ganze mal zeigen. Aber da wir mit einer heißen Gusspfanne arbeiten, also so muss das Ganze aussehen. Richtig schön eingedickt. Oh, jetzt sogar durch den Handschweiß. Wir probieren das Ganze jetzt. Boah, gar nicht mal so schlecht. Also, ich bin ja immer so der Skeptiker, was die Süße in Gerichten bedeutet, also was da drin ist, das Pizza Hawaii und so ganze Sachen, Camembert mit Preiselbeeren, ist nicht mein Fall. Aber das, ich würde jetzt gar kein Salz und Pfeffer mehr dran machen. Salz lassen wir weg, aber ein bisschen Pfeffer gehen wir rein. Weil ich glaube, das in die Pfanne nicht ins Auge, dann gewinnt. Weil ich glaube, das gibt nochmal einen gewissen Kick da drinnen. So, schaut doch echt schon lecker aus. So, ich richte hier üben an, hier drüben, und dann sehen wir uns eigentlich gleich wieder. Und dann richten wir an. Eins noch, normalerweise sollte man das noch pürieren, also so steht es im Rezept. Ich würde es so lassen. Weil da merkst du das Crunchige ein bisschen von den Feigenkernen, und deswegen lasse ich das so und streiche das so auf meinen Hotdog drauf,
White Dog. Ja, ich krieg drüber und dann sehen wir uns gleich. So, jetzt sind wir wieder da und können wir anrichten. Also, wir haben hier unsere Feigen-Zwiebel-Marmelade. Also, vom Geschmack her hätte ich jetzt persönlich den Pfeffer gerne weggelassen. Aber wir sind hier um zum Probieren. Schmeckt aber trotzdem noch klasse. Wirklich die Zwiebeln und die Feigen, die Mischung macht, sagt man immer. Und das geben wir jetzt mal hier in unsere Hotdog-Bahn rein. So, schön unten ein bisschen verstreichen. Und dann holen wir eine gute Wurst dazu. Frisch vom Grill runter. So, die gehen wir hier schön rein. Und noch als Topping ein bisschen Zwiebel-Feigenmarmelade. Sieht lecker aus. Und ja, ich würde sagen, wir drücken den noch ein bisschen rein und dann beißen wir rein. Super. Also, hätte man nicht gedacht, dass das zusammenpasst, weil so herzhaft und süß, das ist eigentlich nicht mein Geschmack, aber schmeckt echt gut. Also, das, ja, die Kombination aus Wild. Ich könnte es mir jetzt nicht vorstellen mit einer Schweinsbratwurst oder mit Nembeere. Könnte man nicht vorstellen. Aber mit dem Wild, die Wildschweinwurst. Und ohne jetzt irgendwie in hohen Tönen loben zu wollen, weil Werbung, noch nie so eine geile Wildschweinbratwurst gegessen. Also wirklich top. Und das ganze Gericht einfach. Mega. Also. Mega. Ne, mehr kann ich nicht sagen. Ganz besonderer Geschmack. Also wirklich besser wie jede andere Schweinsbratwurst. Top neuer Favorit. Ich war also immer Feuerwehrfest, Frühlingsfest oder generell feste Bratwurst mit Senf. Aber das übertrifft alles. Ja. Tut mir leid, dass ich heute so ein spätes Video machen musste. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn dem so ist, gebt mir einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren. Und den Link von Echt Bayerisch Wild, wo ihr bestellen könnt, den packe ich euch natürlich in die Box rein. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Vielleicht ist ja was für euch dabei. Wir werden im nächsten Video auf jeden Fall nochmal was von Echt Bayerisch Wild vorstellen. Lasst euch überraschen und bis dahin. Euer Hunter und immer regional genial bleiben. Bis dahin, schönen Abend. Ciao.